So, hier wieder im Mondberg. Ich war währenddessen mal kurz im Pokémon Center, habe das andere Paras abgelegt, weil ich nachgeguckt habe und das Wesen von Pilz ist besser als das von diesem Paras. Und ja, weiter geht's im Mondberg, würde ich mal sagen. Ja, der Nachteil am Pilz ist halt, dass es jetzt keine guten Attacken drauf hat. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es Kugelsaat lernen kann. Nicht Felsgrab. Ja, es kann Kugelsaat lernen. Perfekt. Auch wenn es jetzt keine Stab-Attacke wie bei dieser Sam zum Beispiel wäre, aber... hier war damals die TM Mega Heap. Das war, glaube ich, sogar TM 1 damals noch. Und hier muss ich gegen Schocks auswechseln. Scheiße. Ha, jawohl, hol die Start. Mist, wie es geschieht. Hier recht. Dreckvieh. Und TM Raub haben wir hier gefunden. Was will er mit seinem dicken Ding? Er hat kein dickes Ding, das glaube ich ihm nicht. Ja, genau. Hau rein, ey. Ja, hallo. Komm schon, Schocks. Jawohl. Ey, wie wir schon wieder gehackt werden. So, erstmal mit Gay Flaus. Rettern hier einschläfern. Dass wir unser Schocks heilen können. Oh, jetzt habe ich Gay Flaus geheilt. Scheiße. Ja, verpassen wir mal Egelsamen. Was, du weichst aus? Alter, du hast nicht auszuweichen. So. Ins Gesicht. Oder besser ein Schlafpuder, damit es uns jetzt nicht damagen kann. Weil jetzt kann ich auch ganz easy Pilz einsetzen. Oh Scheiße, es ist aufgewacht. Dann haben wir halt Stachelspore drauf, was soll's. Ja, Kugelsaat ist nicht effektiv, aber. Oh, und wir treffen fünfmal! Nicht schlecht, Pilz, nicht schlecht. Und Rettern ist besiegt. Jetzt braucht unser Pilz mal einen Trank. Oh, wir haben gleich keine Tränke mehr. Scheiße. Ja, okay, dann würde ich sagen. Ah, Gay Flowers kommt mal nach vorne. Es braucht noch ein Level, dann entwickelt es sich. Komm her, du Gaylord. Ach, wie niedlich. Ein Ratzfratz. Der Radfratz, so. Ja, Tackle ist eigentlich lang, jawohl. Und er hat noch einen Radfratz, oh, wer hätte es gedacht. Was finden die ganzen Teenager in dem Spiel eigentlich nur einen Radfratz? Ja, Gay Flowers sag ich Level 16. Ja, na, zumindest hat der Teenager hier einen ganz guten Namen, heißt Gaston. Und ja, Gay Flowers entwickelt sich. Und wie jede Entwicklung unseres Teams gucken wir die uns natürlich nicht in Hyperspeed, sondern im Normalspeed an. Enjoy it. Ja, es hat sich zu einem Bisa-Knosp entwickelt. Hätte ich jetzt nicht so direkt angenommen, aber... Ja, komm, letzter Trank für Gay Flowers. Wanderer. Okay, der kämpft nicht gegen uns. Jetzt müsste ich eigentlich Pilz nach vorne holen, aber das ist zu schwach schon fast. Ah, da oben ist noch ein TM, glaube ich. Oder ein Mondstein zumindest. Ja, ein Mondstein. Ein Item, was ich sowieso nie gebrauchen werde. Weil ich mir kein Pixie mache, weil ich mir kein Nidoking und kein Nidoqueen mache. Oh, episch. Genau, und es haut uns direkt einen Volltreffer rein, ey. Wir können mich heilen. Fuck, ey. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Ja, hallo, hör mal auf, uns zu paralysieren, ey. Stirb. Paraheiler. Paraheiler, so. Ey, das regt mich schon wieder auf. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich Pilz in der Azuria Arena dann trainieren. Bei den ganzen Wasser-Pokémon. Ja, Rockdrüpel.
was ich komisch finde, dass die Team Rocket Rüpel keinen Namen haben. Die heißen einfach nur Rocket Rüpel. Oh, der hat unseren Schocks ganz schön zugesetzt. Los, Gay Flaus. Ich bezweifle, dass unser Pilz schneller ist als Sandan. Oh ja, das könnte jetzt eng werden. Ja, wir müssen noch gegen einen Rocket Rüpel kämpfen und... Ja, das andere sage ich jetzt, euch jetzt noch nicht, auch wenn es die meisten schon wissen. Das soll eine Überraschung werden. So, komm her, du Penis. Ey, und schon wieder Radfratz, sag mal. Sonst haben wir doch immer Rettan und Smogon und sonst irgendwas. Warum jetzt nicht? Okay, Zubat können wir noch besiegen, dann ist Schock sogar Level 17. Tada! So, ja. Schaffen wir den Typ nochmal jetzt so mit Schocks oder. Ah, ich mach mal ein Safe State vor ihm. Ich weiß schon genau, was für ein Fossil ich mir nehmen werde. Oh, ein Slimer. Ah, okay, unser Schocks hat es leider nicht geschafft. Jetzt muss Gay Flaus ran. Alte Taktik. Einschläfern. Vielleicht mit einem Egelsamen draufhauen noch. Ja, ganz nützlich. Tackle tot. Ah, jetzt kommt Smogon. Ja, toll. Egelsamen. Ja, wir haben fast wieder direkt volle KP. Einschläfern. Die Taktik ist eigentlich richtig gut in so Kämpfen. Ist halt auch richtig mies eigentlich. Totales Annoying ist das. So, Gay Flaus erreicht Level 17. Na ja, Voltoball. Einschläfern. Hallo, Einschläfern, habe ich gesagt. Dankeschön. Müssen wir sogar nicht mal Egelsamen machen. Dann hauen wir es einfach mit Rankenhieb kaputt. So. Und er gibt uns jetzt ein Fossil und ich nehme das Helix-Fossil, genau. Ja, weil ich Kabuto absolut nicht leiden kann. Oh, wir haben Paras noch vorne. Verdammt! Aber wir können flüchten, finde ich gut. Ja, wow, ein Gegengift. So, und ja, wir sind aus dem Mondberg draußen. Und jetzt sind hier zwei Move-Tutoren. Also die bringen unseren Pokémon Attacken bei. Der eine hier Mega-Kick. Kann eh nichts, kann keins lernen. Oh doch, Pikachu kann Mega-Kick lernen. Und der bringt unserem Pokémon Mega-Hieb bei. Nein, nein, nein. Ja, weiter geht's. Wir finden hier die TM-Brüller. Und ab ins Pokémon-Center. Bam, bam, bam. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Setz mal Pilz nach vorne und besuch mal die Arena. So just for fun einfach nur. Mal gucken, was sie so drauf haben hier. Sepe. Oh, scheiße, Level 16. Ja, wir haben es paralysiert schon mal. Oh, ey, Rauch. Oder was weiß ich was. Smokescreen auf Englisch. Ich habe den deutschen Namen jetzt vergessen. Ja, also wenn Pilz es jetzt schafft, dieses Sepe zu killen, hat sogar eine richtig gute Chance, vielleicht sogar Level 11 direkt zu erreichen. Ey, komm. Das ist jetzt ein Scherz. Oder warte, ey, warte doch, ich glaube. Ja, doch, Pilz ist Käferpflanze, soweit ich mich nicht irre. Also ist Kugelsaat doch ein Step-Move. Finde ich sehr klasse. Ja, sonst kann ich mir nicht erklären, warum Glover eben nicht effektiv war. So, Pilz erreicht Level 11. Finde ich gut. Und ja, vielleicht kann ich noch die eine Trainerin hier hauen, bevor ich Misty richtig klatsche. Oh, es ist Level 19. Das könnte ein kleines Problem darstellen, da dieses Vieh auch Schnabel kann. Und das doppelt effektiv auf unseren Pilz wäre. Ah ja, es ist aber paralysiert. Und yeah, Pilz bammt hier Level 19er Pokémon weg. Aber gegen Misty reicht es leider noch nicht, das weiß ich. Deswegen gehe ich jetzt erstmal
unten den Pokémon-Markt und kaufe Tränke. So 10 Stück. Und Pokébälle haben wir noch 6 Stück, das reicht auch. Ah, komm, noch ein paar Tränke. Soll's. So. Ja. Misty schaffe ich jetzt in dem Part leider nicht mehr mit drauf zu klatschen. Aber im nächsten Part folgt jetzt direkt zugleich. Bis gleich.